But if you close your eyes. Oh, jetzt nimmt's auf. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast. Infinity und Ewolf nicht vergessen. So, ich dachte mir heute mal, wir nehmen mal ein anderes Licht. Das ist zu rot. Das ist zu, keine Ahnung. Ich bin mit meiner Farbenblindheit, ist die Farbe echt scheiße auszuwählen. Wir nehmen mal Pornorot und nehmen mal die Helligkeit ein bisschen raus. Alles klar, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Jetzt mal im Ernst hier. Mach mal. Technik, die nicht funktioniert. Wenn ich jetzt nämlich meine Lampe ausmache. Porno. Mit Lampe ist nicht mehr so Porno. So. Meine geliebte Schwester, die ihr öfter in dem Video noch hören werdet. Also jetzt nicht persönlich selber, aber von der ich reden werde. Weil ist ja Familie und so. Hat mir gesagt, es rauscht ein bisschen in meinem Video. Das ist das Meer im Hintergrund. Glaubt mir zwar kein Schwein, hört sich aber erstmal gut an. Also, ich habe mir auf der Arbeit heute voll viele geile Sachen überlegt. Ich hatte heute Arbeit vorher. Ich habe sie bis jetzt alle vergessen. Das ist so bei Beginn der Demenz ist das leider so, aber gut, hey, whatever. Ja. Mit den Türen muss ich nochmal was gucken, weil die gehen mir voll auf den Sack. Aber gut. Ich sag mal, war gut. So, mir ist auch vorhin, als ich mal die Videos geguckt habe, aufgefallen, an und für sich ist das hier total geil, also theoretisch cool, Umsetzung für den Arsch. Aber hey, das ist ja hier eine Tutorial-Reihe für besonders hässliche Bauwerke, von daher ist das nicht so schlimm, finde ich jetzt also. Beschwerden können gerne in die Comments, werden aber systematisch ignoriert. So, ich habe mir gedacht, wir werden heute die Folge so ein bisschen das hier ausbauen. Also erstmal hier diesen komischen Steg fertig bauen, das ist Mission Nummer 1. Wenn hier mal diese komischen Dinger schneller fertig sind. So, wir haben Wolle. Wolle. Das wäre ein cooler Name. Ich nenne mein Kind, glaube ich, Wolle. Da hat, glaube ich, meine Freundin was dagegen. Wolle. Könnte ich immer rufen, ey, Wolle, komm mal her. Boah, ich wäre ein super Vater. Okay, vielleicht aber auch nicht, weil ich mein Kind nur verarschen würde, aber gut. Ja, jetzt habe ich hier wieder ein paar Hölzerchen. Sollte vorerst reichen. Kraxel. So, dann bauen wir jetzt wieder ein paar Treppen. 4 Stück. Wir brauchen leider Gottes, glaube ich, mehr als 4. Wir brauchen 6 Stück, wenn ich jetzt noch richtig Morin habe. Fuck, wir brauchen nur noch 2. Na gut, ist dann halt nun mal so. So. Und wenn das kein Tutorial für besonders hässliche Bauwerke wäre, würde ich glatt so was sagen wie: Das ist aber nicht hübsch. So, und hier kommt noch einer hin. Hey, cool. Folge beendet. Was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Steg fertig. Läuft. So, ja, hier der komische Innenausbau von diesem komischen Ding hier. Lasst mich kurz überlegen. Ja. Sagte ich schon ja? Wenn nicht, sag ich's nochmal. Warte kurz. Ja. So, jetzt muss ich echt mal kurz überlegen, was ich machen wollte. Ich bin nämlich so, wie ich in meinem Leben immer bin, total verplant und, nein, verplant nicht, aber mehr planlos. So mache ich auch meine YouTube-Videos, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist. Ziemlich verpeilt und schlecht.
Weil ich der Meinung bin, wenn ich etwas konstant scheiße mache, erwarten die Leute nicht, dass ich etwas gut mache. Das ist wie auf der Arbeit oder in der Schule. Wenn ihr am ersten Tag pünktlich kommt, erwarten die das absolut jeden Tag von euch. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ihr zu spät kommen sollt jeden Tag. Es ist aber auch noch Platz für Eigeninterpretation. Eigeninterpretation? Heißt das so? Heißt bestimmt so. Wenn es nicht so heißt, schreibt mir nochmal in die Kommis. Ich werde es lesen und systematisch ignorieren. Ich finde, damit fahre ich ganz gut, wenn ich alles einfach systematisch ignoriere. So. Ich überlege gerade, was wir machen können. Ich kann einfach jetzt 10 Minuten weiter in die Kamera starren und nichts tun. Ich wollte mein anderes Mikrofon noch aufbauen, da muss ich aber die Tage erst machen. Da muss ich noch eine Software runterladen. Und ich musste programmieren. Dann muss ich das noch einstellen. Dann bin ich genervt. Ja, das ist so ungefähr genau das, was das so wie enden wird, ja. Mein Fuß eingeschlafen. Oh, das ist so ein widerliches Gefühl, wenn der Fuß einschläft. So, wir machen es mal anders. Wir wollen... Wir haben ja schon... Boah, ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Wird nur arschteuer. Ist aber wert. Dauert aber mehr als eine Folge, versprochen. Wir werden jetzt mal Ender, weil ich einen Turtle an Query haben will, Ender Query, weil ich die mag. Ich mag die Dinger voll. Wir brauchen einen Spawner. Ich hab irgendwas im Auge, ne? Es kann nicht sein. Oh, ich brauche Smaragde dafür. Dann noch irgendeinen Kopf für einen leeren Spawner. Können aber auch erstmal Bruch wird mit H geschrieben. Steinbruch, da haben wir. Alles klar, bauen wir erstmal das Ding. So, pass mal auf. Wir brauchen. Gib mir mal ein Eisen. Oh, genau, als wenn ich so ein Eisenrad bauen würde hier, den ich voll Idioten. So, wir brauchen 1, 2, 3. So, davon haben wir 2, dann brauchen wir 3. Die nehmen wir auch noch mit. So, davon nehmen wir jetzt aber 2. Ah ne, warte mal, die werden ja so rumpacken. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, wir haben aber jetzt immer noch. Zack, zack, zack. So, dann Diamanträder. Ach, ich hätte die Goldräder auch echt anders machen können. Sagt nicht, sagt nicht. Ich weiß es selber. So, jetzt brauchen wir Dias. Davon haben wir glücklicherweise auch eine Handvoll. Leg dich mal schlafen. So, jetzt haben wir hier unseren Tisch. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, Hammer. Bin zwar kein großer Fan dieser, dieses Turtles. Ist ja... Fan von Turtles, ja, aber nicht von diesem. Aber das ist die beste Variante, um sich hier schnell das ganze kuriose Equipment ranzuholen. So, des Weiteren brauche ich erstmal Essen. Dann bauen wir uns gleich schöne, wie heißen die Dinger? Truhen? Also eine.
Dafür brauchen wir zweimal Holz. Zack, zack, zack. Natürlich haben wir jetzt alles an kuriosen Stuff oben. Oh, das ist so typisch. So, weil, was soll der Geiz? Wir wissen alle, was gleich passiert. Wir werden gleich schon extrem viele gute Rohstoffe haben. Ups, das war falsch. So, nimm das mal und pack's dir mal hier rüber. So, jetzt haben wir eine Goldchest. Nach Gold kommt Diamant. Super. Oder kommt Glas? Glas kommt nach Diamant. Natürlich habe ich auch kein Glas mehr. Das ist ja wohl so typisch. Du brenn mal Glas und ich hole noch zwei Diamanten. Eins, zwei. Gut. Bis letztens wird man in der Singleplayer-Welt aufgefallen, dass der wundervolle Ender-Quarry, den man bauen kann, den ich, wo ich ein sehr großer Fan von bin, dass der einfach nicht diese verkackten Büsche abbaut. Da war ich echt not amused. Not amused war ich da, Leute. Also so richtig not amused. Da haben wir wieder drei. Perfekt. So, damit hätten wir jetzt eine Goldtruhe. Ne, Diamant. Fuck, sorry. Schon über mein Haupt. Obwohl, nicht so über mein Haupt. Ich habe mir die Haare frisch gewaschen. Den Scheiß kriegt er nie wieder raus. Ich glaube, das Ding ist unten. Das sehe ich runter und hab da unten eine Stück. Können wir wetten. So, wir brauchen. Oh, fuck. Gut, drei davon. Ein davon. Ups, zwei davon. Und noch einen Goldding da. Das ist so die Laune der Natur, wirklich. Ich nehme mal lieber noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach ich mir einfach die ganzen an Eisen mit. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da unten eine Schmetterin habe. So. Ich finde bei Minecraft sowieso sehr kurios. Erstmal, dass man Sachen in die Luft bauen kann, ohne dass man irgendwie dafür eine Stütze braucht. Das ist Kuriosität Nummer 1. Dazu kommt noch, lustigerweise, dass man Eisenbarren, Stahlbarren, alles mögliche an Barren in der Hand zerkleinern kann. Ich meine, in der Hand zerkleinern. Ich zeig's nochmal. Hand zerkleinern. Entschuldigung. Das finde ich echt ein bisschen so. So finde ich das. Kann man machen, muss man aber nicht. Zumal weil es auch ziemlich stark verwirrend ist, weil ich persönlich finde, das ist eine Sache. Kann ich in die Wand packen? Krass, das geht sogar. Holy shit. Aber wir stellen ihn hier, schön hinter das Kreuz. Ach, hinter die Fackel. Verdammt. Verdammt. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Wie ging das denn nochmal, was ich jetzt bauen wollte? Ender. Warum sortiert er meinen? Ach, ich will es eigentlich ja nicht wissen. Da gerade gesehen hat meine Sachen hier sortiert. Ich hatte das Schwert nämlich vorher da. Also da. Nicht da oben, sondern da. Also nochmal. Nicht hier, sondern da. Ich brauche das Ding hier. Hier wird zwar kein Stück reichen. Mal im Ansatz. Genau, genau. Kann ich irgendwie das Zeug kacken oder was? Oder ich nehme zwei einer. Brauche ich aber diese komische. Gut, kommt. Ist nicht so wild. Ist euer Ernst? Ich brauche davon. Was? Ihr könnt in meinem Gesicht sehen, ich bin maximal genervt.
ich froh, wenn diese Dianze so hoch und runter laufen endlich aufhört. Hab ich noch Kupfer? Da. Ich werd alt und müde. So. 1, 2, 3. So, hier haben wir nochmal 2 Kupfer. Und hier 1, 2, 3, 4. Fuck. Brauchen wir davon auch noch einen. Perfekt. 4. Gehen wir wieder nach oben, wenn wir sonst nichts zu tun. Dann schließe ich den mal hier kurz an, damit die ganzen Sachen da rüber energetisiert werden. Das Wort heißt energetisiert. Ja. Aber wir haben übrigens im Haus, was wir eigentlich in der Folge machen wollten, noch ja nichts gemacht. Ich habe überlegt, dass ich hier mir das ME-System hinbaue. Hier die Speichereinheiten hinstelle, also wahrscheinlich erstmal nur 2. Für mehr haben wir ja sowieso kein Geld. Dann müssen wir gleich noch auf Alter. Das ist wie Terrorium. Dein Terrorium. Also diese komischen schwarzen Bälle, die vom Himmel fallen, wo diese Festplatten drin sind, die müssen wir gleich noch suchen. Also in den nächsten paar Folgen. Asteroiden. Ihr wisst, was ich meine. Scheiße. Asteroiden? Ich weiß nicht, dass das ein Scheißwort ist. Das Wort ärgert mich. So. So, wir kraxeln runter. Was ist da eigentlich drin? Mischt wir hier runter. Stopp. So, jetzt sehen wir mal hier rüber. Und buddeln uns mal hier ein bisschen frei. So, Leute. Hier hätten wir schon Marmor. Und wir brauchen Fackeln dringendst. Ich habe keinen Bock, dass mir ein Creeper ins Gesicht springt und dann so macht. Überraschung! Brauche ich nicht, echt nicht. So, das nehmen wir mal noch mit hier, weil das Zeug brauchen wir. Geladener dabei? Nicht. Verdammt. Gut. Wir gehen jetzt mal hier rüber, so ein paar Blöcke. Und jetzt würde ich spontan sagen, wir setzen den hier mal einfach hier hin. Ne, setzen wir nicht. Wir setzen den mal hier hin. Ah, schon besser. So, und wir setzen den auf die Seite. Und die nette Truhe auf die Seite. Dann gehen wir mit hier rein. Und bauen mal schnell mit den ganzen... Oh, nö. Ernsthaft? So ein Talent kann aber auch echt nur ich haben. So, habe ich alles? Zack, 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 ja. Es kann nicht wahr sein, ey. Okay. Der Raum bleibt für immer zu. Kacke. Aber wir müssen ja nicht verzagen. Wir gehen einfach. Gehen wir hier rein. In die andere Richtung. Super. Dass mir das passiert, ey, ist ja auch schon wieder der Wahnsinn. So, aber da gehen wir jetzt nur nach da raus. Oh, das Eisen. Iron. Eisen ist immer gut.
Und hier stellen wir auch gleich schon unser Ding auf. Wo ist er denn? Hier. Zack. Den stellen wir mal hier auf. Stellen die Truhe daneben. Und das Ding dahin. Gut. Mal gucken, wie weit ist er? Gut, das müssen wir abbauen. Dann bauen wir gerade noch die Fläche für den ab und dann beenden wir die Folge auch für das erste. Nein, nicht das gute Eisen. Ich muss hier raus. So. Ah, perfekt, es funktioniert. Sonst fliegt jemand so oben raus. Jetzt aber nicht. So, meine geliebten Freunde. Naja, mit geliebt reden wir nochmal drüber. Wenn ihr die Folge bis zum Ende geguckt habt, habt ihr echt keine anderen Hobbys. Und guckt euch das hier an, aber gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, weil bei mir ist es jetzt 23.59 Uhr. Lasst doch einen Daumen da, lasst ein Abo da, wie auch immer. Ihr werdet schon wissen, wie man das macht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr es guckt, beliebige Uhrzeit, Datum einfügen. Cheerio!